So, Jungs. Also, euch alle nochmal töten, dann bei Gwyn nicht panisch weglaufen und ihm den Rücken zeigen, in der Hoffnung, dass man irgendwo einen Gegenstand findet, mit dem man interagieren kann. Das habe ich nämlich eben gemacht. Ich dachte, es wäre ähnlich wie beim Schuppenlosen, dass man erstmal irgendwo einen Kristall zerstören muss oder eine Flamme erlöschen oder was auch immer, um ihm Schaden zuzufügen. Aber er war gar nicht unsterblich. Der zuckt nur nicht mit der Wimper, wenn man ihn mit einem Streitkolben einfach so ins Gesicht haut. Weil normalerweise zucken Gegner halt. Also sie zeigen, dass sie getroffen wurden, aber nicht gewinnen. Hm. So, wer kam jetzt? Was hast du da für eine Waffe? Ah, Zweihänder. Da muss ich vorsichtig sein, der war garstig. Ja, ultra Großschwert, optimal. Zack. Nochmal. Drei Backsteps. Jo. So, nächster. Das ist die richtige Richtung, oder? Ja. Ja, okay. Jetzt kamst du, dir die Klippe runterfällt. Danach der nächste die Klippe runterfällt. Dann sind wir auch schon fast da. Solange ich jetzt nicht runterfalle. Aber während ich jetzt mich hier durchkämpfe, können wir noch ein wenig über Gwynevere, die Schlange und dem Gevatter hier sprechen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang schon vermutet, dass sie uns losschickt, ihn zu töten. Dann kam zwischendurch das Argument, nein. Sie will nur, dass wir ihn ablösen. Also quasi wie eine Regentschaft, dass er lange genug jetzt König war und er will jetzt aber auch im alten Teil sich zurückziehen und... Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Muss ich jetzt ernsthaft zum Schmied? Gucken, ob ich hier reparieren kann. Ausrüstung reparieren. 350 Seelen habe ich nicht, okay. Aber schon gut, dass wir hier auftauchen. Ja, und keine Sorge, ich führe den Gedankengang gleich weiter. Mit Gwyn. Aber erstmal kurz dich benutzen. Ah. Ausrüstung reparieren. Streitkolben. Jo. Schild. Jo. So. Also. Dann kam das Argument, dass wir ihn gar nicht umbringen sollen, sondern wollen ihn nur ablösen. Weil er des Gottseins überdrüssig ist oder weil er tot ist. Das war auch nur eine Theorie. Aber er ist anscheinend nicht tot. Das war Gwyn. Und der sah noch ziemlich lebendig aus. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Zombie-Gwyn oder irgendein Schatten-Gwyn, der... Ne? Der sah normal aus. Also hat die Schlange und die Tochter uns doch dazu auserkoren, den Vater einfach so umzubringen. Das finde ich komisch. Wobei, wahrscheinlich ist es gar nicht so komisch, denn die Tochter ist nicht wirklich die Tochter. Oder sie ist zumindest nicht das, was sie zu sein scheint. Wurde ja auch schon mehrfach in den Kommentaren gesagt, dass ich doch mal einfach so sie angreifen sollte und gucken, was passiert. Habe ich natürlich nie gemacht, weil das nicht zu meinem Charakter passt. Aber ich denke mal, sie manipuliert uns schon ziemlich mit ihren zwei Argumenten da. Also machen wir wahrscheinlich gerade vollkommen das Falsche. Eigentlich hätten wir nicht ihr einfach so trauen sollen. Wir hätten... Naja, sonst haben wir gar nicht so viel falsch gemacht, in Anführungszeichen. Und so oder so, wir haben jetzt nicht wirklich eine Wahl. Das Spiel verlangt von uns, dass wir uns Gwyn gegenüberstellen. Frage ist nur, ob wir nach dem Kampf eine Wahl haben. Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass wir jetzt gegen ihn kämpfen. Das müssen wir so oder so. Warum auch immer er uns sofort angreift. Vielleicht, weil wir all seine Ritter umbringen. Also, ne? Es kommt auf jeden Fall zu einem Kampf. Aber nach dem Kampf, dass wir uns dann entscheiden können, ob wir wirklich die Macht von Gwyn haben wollen, so wie Gwynevere das will, und die Urschlange frammt. Oder ob wir Gwyn das lassen wollen. Das ist eine gute Frage, was unser Charakter dann machen würde.
Also er versucht ja eigentlich gut zu sein. Er lässt sich nur ein bisschen von Guinevere an der Nase rumführen. Aber er ist trotzdem nicht de facto ein schlechter Mensch. Das heißt... Oh, das ist gut. Und ja, er ist ein bisschen gierig. Also würde es doch zu ihm passen, wenn es ihm schon vor der Nase rumwedelt, Gott zu werden, dass er das dann annimmt. Ich glaube, das muss ich dann spontan entscheiden. Das kann ich jetzt nicht so vorher theoretisieren. Kannst du mal nach hinten durchfallen? Oder einfach nur... Nein. So, genau. Helm Schwarzer Ritter. Warte mal. Silbernen Ritter hatten wir schon. Wow, 21. Als Fürst Gwyn sich aufmachte, die Flamme zu binden, folgten ihm die Ritter. Doch sie verbrannten in der neu entfachten Flamme zu Asche und ziehen seither als körperlose Geister durch die Welt. Das kommt also davon, wenn man Gwyn folgt. Man wird verbrannt. So, dies heben wir auf, wenn da nichts drin ist. Nicht viel zumindest. Wenn ich die Wahl habe. Also wenn Gwyn uns die Augen öffnet und zum Beispiel sagt, dass Guinevere uns an der Nase rumgeführt hat und so weiter, dann würde unser Charakter... Ich glaube, er wird im letzten Moment noch versuchen, das Richtige zu tun und nicht blind einfach so irgendjemandem folgen. Also Guinevere halt. Ja. Ich würde dich gerne backstabben. Kannst du dich bitte mal so hinstellen, dass das geht? Ja, danke. So, bye bye. Heilung. Das ist doch ein wenig nervig, zu Gwyn runterzukommen. Also jedes Mal die Ritter hier zu töten. Ich hoffe mal, das passiert nicht noch zu häufig. Also nicht, weil ich Tränke verliere oder so, sondern einfach nur die Zeit. Ich bin echt viel zu gespannt, was jetzt in der Story noch passiert. Ich erwarte mir da doch recht viel. Weh, das ist wie im Add-on. Ein Mädchen, das stöhnt auf dem Boden liegt und nichts sagt und dann ein Pilz, der einem Pilze gibt und Danke sagt. Das ist nicht das epische Ende, was ich mir da erhofft habe. Ich hoffe, dass das reguläre Ende da besser ist. So, also wir haben Stamina-Regeneration für mehr Blocken. Weil Blocken klappt bei ihm, es passiert nur häufig, deswegen hat man weniger Stamina zum Schlagen. Der Kampf an sich wird also sehr lange dauern. Ist okay. Harz. Harz wollte ich benutzen. Benutze ich jetzt. So, ich hoffe, das ist das richtige Element. Aber er hat Feuer und Feuer sollten wir also nicht benutzen. Dann bleibt nicht mehr so viel. So, ist hier irgendwas, das man benutzen kann? Ich sehe nichts. Okay, ich habe geblockt. Also kann er wohl countern. Also die Blitze scheinen zu funktionieren. Trink. Au. Ah, und der macht eine ähnlich nervige Rolle wie der verkrüppelte Ritter im Add-on. Also wenn er angreift, dreht er sich dabei mit. Das heißt, er trifft einen immer. Ah, jetzt nicht, okay. Das Blitzzeug ist jetzt schon alle? Ernsthaft? Ah, okay. Und man sieht, wenn er die Hand ausholt und seinen Spezialattack gemacht. Das heißt, du rollst mal zur Seite, bitte. Nein! Oh, der geht ganz lässig weg. Ja. Ich bin mal ungeduldig. Das geht nie gut. Ging bisher nie gut. Ich glaube nur einmal, zweimal vielleicht hat das wirklich geklappt mit Durchlaufen. Aber ich habe jetzt keine Lust, fünf bis... Naja, okay, fünf Minuten ungefähr.
mich hier durchzukämpfen bis zu ihm. Weil der Kampf ist machbar gegen ihn, der ist sehr gut machbar. Ich muss nur halt aufpassen, wenn er mit der Hand ausholt, dass er mich dann nicht greift. Weil wenn er mich wegschleudert, macht er erstmal tierisch viel Schaden. So. Er macht tierisch viel Schaden. Und ich liege dann auf dem Boden und muss erstmal aufstehen. Und in der Zeit greift er nochmal an. Das heißt, ich habe nicht wirklich Zeit, nach dem Aufstehen mich zu heilen. Wahrscheinlich sollte ich es auch gar nicht erst versuchen. Ich sollte einfach das Schild dann hochnehmen und auf eine neue Lücke warten und dann erst heilen. Ja. Mal gucken, wie es mit dem Durchlaufen läuft. Also ich habe jetzt noch zwei Ritter, glaube ich, hinter mir. Aber solange ich nicht zu langsam werde, müsste das alles okay sein. Knackpunkt Nummer 1 kommt jetzt mit der Brücke. Der da vorne. Könnte mich aus Versehen runterkicken. So. Okay, weiter. Dann kommt jetzt noch der Axtmensch. Der war auch an einer doofen Stelle. Da war so ein Loch im Boden. Und ich höre das Gestampfe hinter mir. Da, Axtmensch. Naja, du bist ja kein Mensch mehr, ne? Haben wir gerade gelernt. Oh, okay. Und Speermann. So. Oh, sehr schön. Rein da. Ich hoffe, der Rest kommt nicht hinterher. Nö, kommt er nicht. Erst wenn Gwyn tot ist, kommen die alle gleich rein. Okay, jetzt Konzentration auf die Hand aufpassen. Guck auf seine linke Hand. Guck auf seine linke Hand, guck auf deinen Stamina-Balken und guck auf seinen Fuß. Was? Ja, das war die Attacke. Oh, ich habe das Harzzeug vergessen. Ja. Oh, Schild hoch, verdammt. Trink. Oh. So, ich würde gerne mich heilen. Jetzt. Ich würde gerne mich heilen. Ich glaube, der Stalagmit hier könnte mir helfen. Ja, heilen. Was machst du da? Ah, Hand. So, Schild hoch, nicht heilen. Jetzt heilen. Ich würde gerne auch mal hauen. Ja, ich habe ihn, glaube ich, einmal getroffen. Auch wenn er, wie gesagt, nicht zuckt. Au. Tritt und... Du bist garstig für so einen alten Mann. So, muss ich da heilen? Warum bist du zurückge... Sprung. Nein. Trink. 14 Tränke noch und ich habe nicht mal, ich habe gerade mal 10% oder so Schaden gemacht. Kommt zu gar nichts. Ja, genau. Tritt die Luft. Das ist eine super Idee. Sprungangriff. Nach dem Sprungangriff kann ich... Schild hoch. Trinken. Das klappt einigermaßen. Also wenn er mich schon greift, aufstehen, Schild hoch. Einmal treffen lassen das Schild und dann trinken. Schöner Treffer. Schild. Schild. Na komm. Wahrsprungangriff. Jo, okay. Habe ich ihn getroffen? Jo. Ah, sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt nicht von der Hand treffen lassen. Du hast noch 13 Tränke, das ist vollkommen okay. Trink.
Ja, spring. Spring, 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 spring. Das war kein Sprung. Dritter Schlag. Oh, vierter Schlag. Ich versuche immer noch Muster zu finden, aber das ist keins. Ah, Hand, okay. Nach der Hand kann ich einmal hauen. Nach dem abgewehrten Sprung kann ich einmal hauen und nach der Hand kann ich einmal hauen. Ich sollte mich gleich wieder heilen. Heilen. Zwei. Eins, zwei, drei. Ah, komm schon. Okay. Oder nach der Hand kann ich mich heilen, was auch ganz schick ist zwischendurch. So, zweihändig. Hauen. Hauen. Schild hoch. Komm schon. Hand. Hauen. Ha. Das schien auch ganz gut zu klappen. Also einfach drauf zu hauen im zweihändigen Modus. Er macht mir zwar Schaden, aber ich ihm auch. Und ich glaube, ich hätte schwören können, er hätte ganz kurz gestrauchelt. Als ich das zweite Mal mit dem Zweihänder getroffen habe. Das kann auch Einbildung sein. Kick. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Kick hauen kann. Nein, nein, nein. Oh, ich habe doch... weggerollt. Oh. So, jetzt nicht mich töten. Ich habe mich gerade durch den Stalagmit durchgepiekst. Das ist nicht nett. Komm, mach die Hand, mach die Hand. Nicht den Fuß, mach die Hand. Okay, und hau. Schön wieder zurückgehen. Jetzt nichts riskieren, gar nichts riskieren. Hand, hauen, wechseln. Okay, 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 okay. Das ist ganz schön trittwütig. Und ein Treffer noch und er ist kaputt. So. Wow. Und er ist weg. Keine Entscheidung. Aschefürst Win. Das sollte ich mir mal angucken, denke ich. Aber krasser Kampf. Ist okay. Ist okay. Aschefürst Gwyn. Fürst Gwyn übergab den Großteil seiner Macht den Göttern und brannte als Asche für die erste Flamme. Doch seine Seele ist außerordentlich mächtig. Er gab seine Macht den Göttern? Man hat sich selber verbrannt. Gegen wen haben wir denn gerade gekämpft, wenn er sich verbrannt hat? Und was jetzt? Ich guck mich hier mal um. Also ich denke, jetzt sollten wir mit Gwinnemeer sprechen oder mit Framd. Und dann werden die uns bestimmt sagen, haha, das war ganz schön doof von dir. Du hast die einzige Hoffnung für die Menschheit vernichtet und uns an die Macht gehoben. Irgendwas in der Richtung kommt bestimmt. Okay, Seelenhaufen einsammeln. Heilen.
Spiel bringt mich noch um. Also wir konnten nicht mit Günewe reden. Wir konnten nicht mit Fremd reden. Wir konnten mit gar keinem reden. Wir wurden einfach nur angezündet. Gut, man kann natürlich recht viel reininterpretieren. Also, dass wir jetzt Gwyns Stelle eingenommen haben. Wobei seine Stelle nicht besonders schön ist. Die ist echt nicht schön. Er muss sich selber verbrennen, damit die erste Flamme weiter brennen kann. Weil sonst die Welt untergeht und in die Dunkelheit versinkt. Ja. Das heißt, eigentlich dienen wir gerade nur als Brennstoff langfristig gesehen. Es ist kein sehr episches Ende. Aber gut, wir sorgen dafür, dass die Welt weiter funktioniert. Solange bis der Nächste kommt, der dann unseren Posten einnimmt. Was aber alles ziemlich deprimierend klingt, was aber super ins Spielkonzept passt. Also es ist ein schön vages Ende. Man kann sich wirklich aussuchen, was man denn glauben möchte und was nicht. Aber ich hätte mir noch mehr erwartet. Also erstmal hätte ich mir noch irgendeinen Dialog erwartet mit Gwyn, dass er uns irgendwas über sich erzählt oder über das, was er tut oder was wir tun können oder was aus uns werden könnte. Irgendwas in der Richtung, kam leider nichts. Und dann halt noch von Gwynevere und Framd, die uns ja den Auftrag erteilt haben. Die haben nur zweimal was gesagt und danach haben sie sich nur wiederholt. Egal was wir gemacht haben, egal wie viele Fürstenseelen wir gesammelt haben, es kam nichts Neues von denen. Deswegen dachte ich jetzt echt, hiernach, nachdem wir den Posten eingenommen haben, dass wir dann wenigstens irgendwas aufklären. Aber leider nein. Das heißt, da müssen wir jetzt auf den zweiten Teil warten. Vielleicht erklärt sich das Ganze ja im zweiten Teil. Hoffe ich jetzt mal. Ansonsten könnt ihr gerne eure Theorien unten reinschreiben. Aber jetzt nicht unbedingt Sachen, die ihr aus dem Wiki abgelesen habt. Das wäre ein bisschen doof. Also einfach nur, was ihr glaubt, was jetzt genau mit uns passiert, was mit Gwyn passiert ist. Weil in seiner Seele stand ja drin, dass er sich selber verbrannt hat, um das erste Feuer weiter zu entfachen. Und seine Macht hat er an die Götter abgegeben. Aber wer sind dann die Götter? Ich dachte, Gwyn wäre ein Gott. Oder zumindest ein Halbgott. Na gut. Also, das Spiel selber ist einfach nur genial. Also am Anfang, als ich das allererste Mal gespielt habe, fand ich es halt recht komisch wegen der Grafik und man stirbt so oft und so weiter. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann geht das recht schnell. Man muss sich halt wirklich alles Stück für Stück selber zusammensetzen, alle Informationen zu dem Spiel. Man wird fast nicht an die Hand genommen. Und auch das mit dem Sterben, das geht. Also ja, ich bin jetzt in den letzten 200 Folgen, die es jetzt fast geworden sind, bin ich auch an die 180, 190 Mal gestorben. Aber es war nicht so, dass man 10, 20 Mal an derselben Stelle stirbt. Das hatte ich, glaube ich, noch nirgends. Also bei keinem Boss musste ich so oft immer wieder hin und her laufen. Das ist alles sehr gut machbar. Also ja, das Spiel ist knackig, aber unfair würde ich nicht sagen. Das Einzige, was unfair ist, ist teilweise die Kameraführung. Das war zum Beispiel bei dem Tausendfüßler recht garstig. Weil man absolut nichts sehen konnte. Aber es war machbar, ich habe 3 Versuche gebraucht und dann ist gut. Also da kann man nicht meckern. Ich freue mich auf jeden Fall schon, vielleicht in New Game Plus reinzuschnuppern. Das weiß ich nicht, ob es direkt im Anschluss mache. Sonst später irgendwann mal, der Speicherstand bleibt ja da. Aber sonst halt in Dark Souls 2 weiterzumachen. Um dann auch da wieder kleine Fragmente der Geschichte zusammenzusuchen, um sich wirklich ein ganzes Bild daraus zu machen, was denn überhaupt in dieser Welt passiert. Weil die Welt ist einfach nur irre, irre geil. Die ist vollkommen abgefahren, richtig schön düster und einfach nur interessant. Oh ja, das war's für dieses Let's Play. Ich werde das Outro jetzt noch zu Ende laufen lassen, wobei ich jetzt glaube ich schon, das ist vorbei. Oh, ja. Habe ich ja lang genug geschwatzt. Was passiert jetzt? Jetzt kommt New Game Plus. Gucken wir mal, ob sich da kurz was verändert hat. The dark sign brands the undead. And in this land the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Und da sitzen wir in unserer vollen Rüstung. This is your fate.
Dich können wir jetzt retten. Das konnten wir letztes Mal nicht. Oder wusste ich letztes Mal nicht. Ja, bisher, außer dass wir unsere Ausrüstung haben, ist nichts anders. Ich versuche gerade da so einen Sinn draus zu sehen. Also, wir haben Gwyn getötet, oder das, was von ihm übrig ist, haben seine Macht übernommen, haben das erste Feuer wieder entfacht. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Jetzt sind meinetwegen zigtausend Jahre vergangen. Und es kommt wieder ein Held, der dann uns umbringt, um die Flamme neu zu entfachen. Aber nach tausenden von Jahren müsste das hier alles weg sein. Und die ganzen Bosse dürften nicht mehr da sein und so. Also wirklich Sinn macht der New Game Plus nicht. Also ist auf jeden Fall schön, dass man alles mal versuchen kann. Aber von der Story her macht es, glaube ich, keinen Sinn. Außer, dass ich eine Zeitschleife. Aber gut. Ja, und da kann man dich schon sehen. Kann man auch schon zu dir hin? Nee, von hier gab es, glaube ich, keinen Zugang. Ah, also ja, ich gucke jetzt noch ganz kurz mal rein, was für Sachen man noch hier machen kann. Zum einen finde ich interessant, dass man den Ritter, der eben gerade die Leiche runtergeschmissen hat, den müsste man jetzt retten können, indem man das erste Mal, wenn man den einen Boss sieht, nicht wegläuft, sondern ihn einfach tötet. Also einfach in Anführungszeichen. Dann müsste der Ritter nämlich überleben. Und er müsste einen das ganze Spiel über auch verfolgen. Man trifft ihn dann immer wieder an anderen Stellen wieder. Was mich jetzt auch interessiert, kann ich mich jetzt wegteleportieren? Nein, kann ich nicht. Okay, also es ist nicht so, dass man von vornherein die ganze Welt wieder zur Verfügung hat. Nein, man muss alles Schritt für Schritt neu freischalten. Das finde ich sehr interessant. Also New Game Plus ist dann schon ein schöner Zeitvertreib. Vor allem, um sich die ganzen Lücken nochmal zu erschließen, alles sich bewusster anzugucken. Was wollte ich noch nachgucken? Also man kann nicht teleportieren, haben wir unser ganzes Inventar noch. Haben die ganzen Seelen vor allem noch. Ja. Wir haben alle Seelen, außer halt die Fürstenseelen. Damit finde ich instant die Fürstenseelen abgeben können. Das wäre ja ein bisschen komisch. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch im New Game Plus alle Waffen aufstufen, die man so findet, oder alle Waffengattungen besser gesagt, und dann versuchen rauszufinden, was man mit der Seele von Gwyn so anstellen kann, oder mit der Manos-Seele und so weiter. Das wäre also auch noch auf einer To-Do-Liste. Oh ja, für mich ist es jetzt erstmal schön, das Spiel durchzuhaben, auch wenn es wirklich nicht sehr viele Fragen beantwortet hat, sondern nur mehr aufgeworfen hat und eigentlich nur dazu motiviert, jetzt im New Game Plus weiterzumachen. Und wir sehen uns dann entweder in dem New Game Plus oder bei Dark Souls 2 wieder. Also dann, ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Bis denne.